Der Angehörige als Finanzmanager. Für manche Familien ist das durchaus bedeutsam und für manche sogar bedrohlich, wenn sie sich überlegen, welche beruflichen und welche finanziellen Folgen hat die Erkrankung. Das heißt, man macht sich Sorgen über das zukünftige finanzielle Auskommen. Das betrifft insbesondere Situationen, wenn es schwere Verläufe gibt oder wenn es eine ungünstige Prognose gibt. Oder wenn man unter schlechten oder schwierigen körperlichen Arbeitsbedingungen leidet oder wenn man Fatigue hat oder wie der breitere berufliche Weg sein wird, all diese Faktoren können dazu beitragen, dass man sich große Sorgen um materielle Dinge auch macht. Hier ist es, glaube ich, so, dass es gut ist, wenn man in verschiedenen Szenarien denkt und wenn Sie als Angehörige sich erlauben, in solchen verschiedenen Szenarien zu denken. Keiner weiß ganz genau, wie es mit der Arbeitsfähigkeit des Patienten später aussieht. Ist die eingeschränkt? Wird die wieder ganz hergestellt sein oder aber wird jemand gar nicht mehr arbeitsfähig sein? Und was hat das für Konsequenzen auf meine materielle Situation? Mein Tipp wäre hier, dieses ganze System von Unterstützungsleistungen, von sozialrechtlichen Möglichkeiten, die man hat, kann man als Betroffener überhaupt nicht überblicken. Wer kennt sich schon aus mit Reha-Maßnahmen, mit Erwerbsminderungsrenten oder mit attestierten Hilfen bei Schwerbehinderung? Deswegen ist es für diesen sozialrechtlichen, finanziellen Teil sicher noch mal mehr angeraten als in anderen Bereichen, sich Unterstützung zu holen von Sozialpädagogen, die sich mit diesen ganzen Systemen so auskennen, dass sie einem genau sagen können, welche Hilfsmöglichkeiten, welche Unterstützungsmöglichkeiten es in ihrer Situation gibt, für sie als Angehörigen, aber auch für die beruflichen und finanziellen Möglichkeiten der Patienten.